in einem Tag heiraten in Thailand, haben sie gesagt. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Mailand Thailand. Da ist wieder Mario aus dem wunderschönen, heute endlich mal wieder sonnigen Thailand. Und im heutigen Video geht es um heiraten in Thailand. Wie das ganze Prozedere ist, das du durchlaufen musst, wenn du in Thailand heiraten möchtest. Ich habe das ganze Prozedere durchlaufen vor mehr als einem Jahr, als ich in Thailand geheiratet habe. Habe mich natürlich auch vorgängig informiert, wie es die meisten von euch wahrscheinlich auch machen, vor allem über das Internet. Und etwas ist mir da aufgefallen, was mich verwundert hat, nämlich es ist angeblich möglich, in einem Tag in Thailand zu heiraten. So wie es in Las Vegas ja angeblich möglich ist, einfach dort schnell irgendwo in so eine Kapelle, zack, boom, Fotos unterschreiben, Ja-Wort und schon ist man verheiratet. Dass das in Thailand nicht mehr funktioniert, das ist ziemlich sicher so. Also ich werde euch hier jetzt in diesem Video genau sagen, was ihr alles machen müsst, um eben in Thailand heiraten zu können. Und es ist nicht wenig. Weil der ganze Ablauf recht kompliziert ist und mehrere Tage benötigt, musste ich mir das Ganze mal aufschreiben und werde daher jetzt auch ein wenig ablesen, damit ich dir auch die richtigen Informationen weitergebe. Okay, du hast deine Traumfrau gefunden. Du möchtest sie in Thailand, das ist ganz wichtig, dieses Video handelt darüber, heiraten in Thailand, nicht in Deutschland, nicht in der Schweiz. Also du hast sie gefunden, die Traumfrau, du möchtest sie hier in Thailand heiraten und das machst du bei der Gemeinde hier in Thailand, die sogenannte Ampur. Ampur, das ist das thailändische Wort für Gemeinde, wenn ich es jetzt auch richtig ausgesprochen habe. Und dort bei der Gemeinde kannst du heiraten. Das geht relativ schnell und ist unkompliziert. Jedoch, damit du als Ausländer ohne thailändische Staatsangehörigkeit in der oder bei der Gemeinde heiraten kannst, benötigst du oder verlangen die bzw. die Gemeinde eine sogenannte Marriage Application. Die Marriage Application ist nichts anderes als ein Ehefähigkeitszeugnis, das bestätigt, was für einen Status das du hast, ob du geschieden bist, verheiratet bist, Single, was auch immer, und noch deine ganzen Personalien etc. Und das ist ein amtliches Dokument von deinem Herkunftsland und das muss man vorweisen und das ist überall in Thailand so, damit man heiraten kann. Und jetzt stellt sich natürlich zuerst mal die Frage, wie kommst du an dieses Dokument und was musst du machen, um eben dieses Dokument zu bekommen? Um an dieses Dokument zu gelangen, musst du nur eine E-Mail an die Botschaft deines Herkunftslandes hier in Thailand senden. Und dann kriegst du in der Regel eine Antwort und sie werden dir genau sagen, was der Ablauf sein wird oder was du einreichen musst, um diese Marriage Application zu bekommen. Ich werde jetzt hier genau sagen, wie es für Schweizer Staatsbürger ist, was die einreichen müssen, um diese Marriage Application zu bekommen. Ich bin mir aber fast sicher, dass es für Deutsche und Österreicher die ähnlichen oder fast vielleicht sogar die gleichen Dokumente sein werden. Vielleicht spricht man sie einfach in euren Ländern ein bisschen anders aus, aber eventuell versteht ihr ja, um welche Dokumente es sich handelt. Das Erste, was man benötigt, ist den Reisepass. Der darf nicht älter sein oder muss noch mindestens 6 Monate gültig sein. Das zweite Dokument ist der Personenstandsausweis. Personenstandsausweis für Schweizer, den kann man in seinem Heimatland, Herkunftsland, bei der Gemeinde bestellen. Der Personenstandsausweis, der weist eigentlich aus, wer du bist und eben was du für einen Status hast. Geschieden, ledig oder was auch immer. Dann eine Wohnsitzbestätigung. Für Schweizer, die in Thailand angemeldet sind bei der Schweizer Botschaft, die brauchen die Wohnsitzbestätigung nicht zu beschaffen, da die Botschaft ja nachsehen kann, ob ihr bereits gemeldet seid oder nicht.
ebenfalls eingereicht werden muss, ein Einkommens- und Vermögensnachweis. Also du musst offenlegen, wie viel das du pro Monat oder pro Jahr dann verdienst oder wie viel Vermögen das du auf deinem Bankkonto hast. Dann ein weiteres Dokument ist, oder beziehungsweise das ist dann wieder einfach, du musst noch zwei Referenzen aufschreiben auf einem A4-Blatt. Und zwar einfach Familienangehörige oder Freunde, zwei Referenzen mit Adresse, Telefonnummer, also die ganzen Kontaktdaten, dass man die dann auch im Notfall kontaktieren kann. Und deine zukünftige Partnerin muss folgende Dokumente einreichen. Zuerst braucht sie den thailändischen Reisepass mitzubringen oder einen Personalausweis, Identitätskarte. Dann ihre Geburtsurkunde, die heißt auf thailändisch Toro 1 oder Toro 19, kann man bei der Gemeinde beschaffen, wo sie geboren ist. Dann braucht sie das Hausregister, das Tabian Ban, das ist so ein dunkles Buch. Und einen Zivilstandsnachweis. Falls sie Kinder hat oder wenn man gemeinsame Kinder hat, dann braucht man ebenfalls die Geburtsurkunde des Kindes oder der Kinder, Toro 1 oder Toro 19. Dann einen Reisepass, falls vorhanden, oder eben eine Personalausweis, Identitätskarte und ein Auszug aus dem Anerkennungsregister. Das war der erste Schritt, die ganzen Dokumente mal zu besorgen. Jetzt kommen wir zum zweiten Schritt. Sobald du alle diese Dokumente zusammen hast, musst du nach Bangkok zum Außenministerium beziehungsweise zum thailändischen Außenministerium. Und dort musst du sämtliche Dokumente beglaubigen lassen. Und sobald du dieses Dokument bekommen hast vom Außenministerium in Bangkok, dann musst du das natürlich auch in die gewünschte Landessprache deiner Botschaft übersetzen lassen. Ich gehe mal davon aus, Deutschland und Österreich, die möchten sie in Deutsch, vielleicht auch in Englisch. Für Schweizer gibt es die Möglichkeit Deutsch, Englisch, Italienisch oder Französisch. Und auch noch ganz wichtig in diesem Zusammenhang, du kannst nicht einfach irgendein Übersetzungsbüro oder irgendeinen Übersetzer nehmen, sondern du musst einen Übersetzer nehmen von der Liste der Botschaft. Also die Botschaft hat eine Liste zusammengestellt, welche Übersetzer anerkannt sind und nur wenn du diese nimmst, wird das nachher auch akzeptiert. Diese Liste findest du, wenn du die Botschaft kontaktierst. Ich werde keinen Link dazu in der Videobeschreibung lassen, weil ich möchte, dass du die Botschaft kontaktierst, damit du auch aktuelle Informationen hast und den richtigen Ablauf. Dritter Schritt. Mit deinen Dokumenten, Originaldokumenten, der Beglaubigung des Außenministeriums von Thailand, der Übersetzung zu dieser Beglaubigung, begibst du dich zu der Botschaft deines Herkunftslandes. Dort musst du dann den Antrag für Ehefähigkeitszeugnis ausfüllen, dann eine Gebühr entrichten und die ganzen Dokumente einreichen. Die Dokumente werden dann entgegengenommen, geprüft und an die zuständigen Stellen in deinem Herkunftsland weitergeleitet. Es kann dann 1 bis 3 Monate dauern, bis du von deinem Herkunftsland bzw. von der Botschaft deines Herkunftslandes dann die Marriage Application ausgestellt bekommst. Vierter Schritt. Und jetzt geht das ganze Spiel wieder von vorne los, einfach in die andere Richtung. Jetzt hast du das Dokument erhalten, die Marriage Application. Jetzt musst du dieses Dokument wieder übersetzen lassen ins Thailändische. Vergiss aber nicht, eins der anerkannten Übersetzungsbüros zu nehmen. Sobald das Dokument übersetzt wurde, musst du mit diesem Dokument wieder in Bangkok zum thailändischen Außenministerium fahren und dort das Dokument dann beglaubigen lassen. Nachdem das thailändische Außenministerium in Thailand, oder sagen wir mal in Bangkok, dir dieses Dokument beglaubigt hat, hast du eine Marriage Application in thailändischer Sprache
mit einem fetten Stempel drauf vom Außenministerium, dass es eben beglaubigt ist. Mit diesem Dokument fährst du dann zu deiner Gemeinde, wo du heiraten möchtest, und kannst dann dort heiraten, standesamtlich heiraten. Hat nichts mit einer buddhistischen Hochzeit zu tun, einfach mal standesamtlich heiraten. Jetzt ist aber noch etwas, was enorm wichtig ist. Während dem ganzen Prozess musst du immer wieder verifizieren, dass auf allen Dokumenten, Deutsch, Thailändisch, Thailändisch, Deutsch, dein Name richtig geschrieben wurde. Nicht nur dein Name, auch der Name deiner Frau, Geburtsdatum, Adressen, alles. Und hier gibt es öfters massive Probleme, weil die deinen Namen in unserer Schrift, in thailändischer Schrift schreiben. Und da kommt es nicht selten vor, dass sie den Namen falsch schreiben, da es einfach keine 100% korrekte Übersetzung gibt in der thailändischen Sprache. Das war bei mir der Fall. Das Außenministerium hat bemängelt, dass mein Name nicht korrekt ist, wie auf einem Dokument, das ich vom Übersetzungsbüro erhalten habe. Und dann muss ich wieder zurück und das Ganze noch einmal. Also hier ganz, ganz wichtig, Leute, schaut auf eure Namen, ob das immer stimmt. Und bevor ihr den ganzen Prozess macht, schaut wirklich oder seid euch sicher, wie euer Name in Thailändisch geschrieben sein sollte. Fünfter Schritt. Du hast geheiratet. Wenn du geheiratet hast in Thailand, kriegst du zwei Dokumente. Das eine Dokument, das ist so ein Papier mit deinem Namen drauf, also eine Urkunde. Es ist eine Urkunde und die heißt Koror 3. Koror 3. Das ist die Heiratsurkunde. Dann kriegst du ein weiteres Dokument und das ist der Auszug aus dem Heiratsregister. Und das ist der Koror 2. Und der Koror 2 sowie die Heiratsurkunde, diese zwei Dokumente, die benötigst du. Du hast diese beiden Dokumente erhalten und jetzt musst du natürlich die Ehe, die du in Thailand geschlossen hast, auch noch in deinem Heimatland registrieren, melden, anerkennen lassen, wie man es auch immer nennt. Und dazu brauchst du den Koror 2, also den Auszug aus dem Eheregister. Wenn du diesen Auszug hast, dann musst du mit dem zuerst wieder nach Bangkok fahren, dann dort zum Außenministerium dieser wieder beglaubigen lassen. Und der Koror 2 ist ja auf Thai, in thailändischer Sprache ausgestellt, da du in Thailand geheiratet hast. Sobald der vom Ministerium beglaubigt wurde, dann musst du wieder übersetzen lassen von einem Übersetzer, der von deiner Botschaft anerkannt ist. Und sobald das auch gemacht ist, kannst du diese Heirats-Nichturkunde, dieser Auszug aus dem Heiratsregister Koror 2 bei deiner Botschaft einreichen und dann wird die Heirat in deinem Heimatland anerkannt. Das dauert dann in der Regel so 2 bis 3 Monate, bis du dort Bescheid bekommst, dass du offiziell in deinem Heimatland auch als verheiratet giltst. Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt offiziell verheiratet mit einer thailändischen Staatsangehörigen oder einem thailändischen Staatsangehörigen. Nimm aber von diesem Video mit, dass es rein informell ist und du auf jeden Fall deine Botschaft kontaktieren solltest, damit du eben von dort Anweisungen kriegst, wie die aktuellen Abläufe sind. Und die Botschaft wird dir sicherlich auch dabei helfen. Wenn das Video hilfreich war, lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal für mehr Videos, Tipps, Informationen und aus Thailand. Und dann würde ich mich freuen, dich auch im nächsten Video wieder mit dabei zu haben. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß, alles Gute, tschüss aus Thailand.